Ja, willkommen, mein Name ist Danny Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Helden-Showdown gespielt und versucht, die Dinge zu holen, die eine, den einen Meilenstein, Herausforderung, was auch immer, um Dingens hier freizuschalten. Es ist eine Falle-Kiste. Ja, aber da ich irgendwie nicht daran vorankomme, machen wir jetzt einfach irgendwas anderes. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen guten alten galaktischen Angriff. Und zwar muss ich noch ein paar Spezialisten Kills hier holen für Meilensteine und so, ne? Ich muss noch irgendwie Gegner betäuben. Ich muss 4 Kills noch holen. Ich habe ja wieder hier so einen Zettel geschrieben, weil ich eine Herausforderung und so noch brauche. Ja, wir versuchen mal einen galaktischen Angriff die Gegner zu erledigen. Da wird gut, ne? Ich muss mit normalen Schüssen meine Gegner erledigen. Also ja, versuchen wir uns wieder daran. Why you clump up on doors? Go the fuck out. Okay, was ist hier schon wieder los? Ja, schon jemand. Das ist der erste, was ich sehe. Oh, ich habe einen Twi'lek, stimmt ja. Boah. Ist diese Level? War ich hier schon mal? Jetzt die Tür auf. Na komm schon. Das ist ein Weg. Da war einer. Da wollte ich jetzt nicht machen. Ach, meint ihr das damit? Ja, wir können irgendwie nicht darum gehen. Anscheinend. Oh, mein Sound spackt gerade voll ab. Na guck mal, hier sind wir vorangekommen. Ah. Ah, was? Wie? Blendgranate. Zähl doch keinen Müll, da waren töten Blendgranaten, weil wir haben schon verloren. Ja, was ist das denn? Guck mal, da bin ich. Ah, nee, ja, ich war ja ein Twi'lek. Oh. Ja, ganz vergessen. Dann sind da die anderen. Ist doch gut, ne? So, das war sehr gut. Was so? Gut, ja. Ich meine, eine Minute gespielt, ey. Das hier wird nach und nach irgendwann, also. Ja, wurmt mich. Ich krieg nicht diese blöde Kiste, ey. 10 Kills mit Luke Skywalker oder Dings Rey im Team. Holen. Wie? Habe ich doch gemacht. Verstehe nicht. Was ist das hier? Wenn du eine Waffe erscheinst, du nicht auf gegnerischen Scannern. Mit der erhöhten Rate an Kampfpunkten und Stolpermine. Ja, einen Moment mal. Ach, Dings haben Schockgranaten, ne? Blendgranaten meine ich. Aber Blendgranaten oder Schockgranaten? Was? Ich habe Schockgranaten aufgeschrieben, ist das richtig? Oder habe ich hier wirklich irgendwie eine Fähigkeit aus Versehen? Thermalfernglas, nö. Ja, kann ich hier zur Not irgendwie was kaufen? Ich kann sogar hier was kaufen, mein Gott. Gucken sich meine Videos an und sagen irgendwie, machen irgendwie Änderungen, die ich will. Da sind wir im Todesstern. Oder auch nicht. Soll ich aufpassen? Ich muss ihn unbedingt haben. Wir spielen irgendwie Level, die ich irgendwie nie gespielt habe oder relativ selten nur bisher. Jei. Sack zu. Ja, ich als Sniper natürlich, das kann ja nur gut gehen. Oh, ehrlich. Na, warum? Natürlich kannst du von hinten, weißt du, da von wo wir herkommen. Haben wir schon.
Okay. Ich weiß, ich bin Spezialist, ich halte nicht so viel aus. Trotzdem. Wenn ich vom Weiten irgendwie schieße, macht auch keinen Unterschied, weil ich trotzdem abgeschossen. Alter! Hat er den da fliegen gesehen? Weil dann tue ich mir irgendwie hier so 15 Minuten lang irgendwie einen guten Platz suchen zum Snipen, dann werde ich sowieso abgeschossen nach einer Minute. Das ist ja das Schlimmste. Alter. Warte, ich kann mich nicht so schnell positionieren, wie er vorstürmt. Was so? Jetzt keine Dings. Komm. Ich glaube nicht, dass er mir mein Dings war. Na komm. Ich hab die Tür hier im Überblick. Pass auf. Und der AT-ST mir im Weg, ne? Nochmal, mach die Tür doch auf. So, jetzt geht das auch. Nicht mit Gegner schocken, ne? Warum geht hier niemand durch? Hallo, hier ist doch voll leer. Stirb, 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 stirb. Ma. Jetzt bin ich noch am Leben. Da hat mich einer abgeschossen. Oh, ich sehe nichts. Was ist das? Ich bin sogar irgendwie das Ding ab. Einnehmen. Kann ich hier durchschießen? Hi, Vader. Was so rot? Was zum Warum ist nur rot? Da ist einer. Doch, Mann. Zwei Kills, aber ich glaube nicht, dass die von mir waren. Sichern den Ostausgang. Ich weiß nicht, dass ich die ganze Zeit hier am Leben bin. Wo sind denn die Gegner? Da steht einer und nimmt die ganze Zeit was ein, hallo? Westausgang gesichert. Vorrücken zur Ostseite. Ha! Und schon irgendwas. Runtergesprungen, wo ist er? Ausgänge gesichert. Sie werden sich verteilen und einen Ausweg suchen. Bringen Sie zur Strecke. Großartiger Angriff. Nein. Widerstand sind gelandet. Sie versuchen eine Exfiltration. 3000 Punkte. Ork. Platziert Sprengsätze an den Transportern und zündet sie. Hier entscheidet sich, ob wir es schaffen oder scheitern. Good game, Losers. Ja, irgendwie sind wir am Gewinnen. Irgendwie bist du der Loser.
Verstehe nicht. Oh Mann, ehrlich. Dann geht er raus und weicht sogar meine Splitterdingens Dings raus. Gibt's doch einfach nicht, ey. Boah, ich kann dein Gesicht gar nicht sehen. Ist ja wie von der Organisation 13. Ich kann dein Gesicht gar nicht sehen. Was? Ey. Passen Sie auf, mein Imperator. Machen Sprengsätze scharf. Schiff an Backbord bereit. Oh, one will miss you. KYS Ray. GG los, aus mein Gott. Verstärkung trifft ein. Einer der besten Agenten der ersten Ordnung. Oh Gott. Ich habe aus Versehen auf Vader geschossen. Das ist natürlich wieder kein Gegner, den ich erledigen kann. Alter! Boah! Wir sind hier schon wieder los. Warum kann ich keinen davon steuern? Die alle besetzt dort. Muss ich gar nicht. Wie haben wir denn gerade? Sieht man halt irgendwo? Keine Ahnung. Ich kenne die Zeichen von denen nicht auswendig. Wo kommen denn die Gegner, ey? Muss doch snipen, Mann. Pff, ey, ich habe keine Ahnung, was überhaupt los ist. Aber wir gewinnen. Hey. Schmoffer denn du? Schmuffer denn du? Okay, ich krieg meine Minuten jedenfalls. Erfahrener Spezialist. Als Spezialist als Schockgranaten verlangsamen. Und das eine habe ich jetzt nicht gelesen. Okay, weiter. Text. Mann, Mann, Mann. Das Switch, glaube ich, irgendwie mal eine Klasse oder so. Spezialisten-Kills, das ist ja absolut Horror. Normale, jedenfalls. Ich muss für jeden hier eine andere Rasse haben, für jede Klasse. Komm. Und diese blöde Kiste hier. Melden schau doch nicht, vergessen mal einfach. Will ich mit einem Emote hier. Da benutze ich mal Emote. Du hast irgendwie gar keine Zeit hier für Emotes. Irgendwie dauernd irgendwo hinrennen muss oder so. Irgendwie. Was soll's? Bringt wir es hinter uns. Hey. Ihr fragt euch, was wir auf Jakku wollen. Ja. Die Schrottsammler haben einen Droiden vom Feind im Wrack gefunden. Dieser ist äußerst wichtig für die erste Ordnung. Wir wollten ihn nur holen und dann abhauen. Aber ja, das wäre zu einfach. Wir haben den Droiden. Aber wir haben auch landende Sturmtruppen. Haltet den Feind am Landeplatz und der Reaktorsteuerung auf, während ich einen Fluchtweg suche. UK Spitfire von den Wonderballs. Cool. Wir Soren. Okay, hier ist auch eine gute Position zum Snipen, oder? Bam. Da! Was zum Teufel? Komm schon. Das ist doch voll unfair. Weil das ist eigentlich perfekte Situation für mich gerade zum Snipen, weil die Leute, die schaffen ja locker alles wegzuballern. Da habe ich irgendwie Zeit, hier alles von der Ferne zu erledigen. Alter, was ist hier los, ey? Können wir den am verlieren? Boah.
dann leckt er noch. So extreme Lex hatte ich ja noch nie. Ah, ehrlich. Das Ding wird ordentlich krachen. Also, wird niemand durchrennen, ganz bestimmt nicht. Er ist noch nicht mal hoch genug, ey. Komm. Ah. Komm schon, wie konntest du, da läuft gerade einer an dir vorbei, Kollege. Kannst du ja eigentlich nicht sehen, Mann. Boah. Na, oh, und dann wird natürlich wieder ich erledigt, ey. Das ist doch sowas von Kacke. So. Nein, nicht auf mich, Mann. Nicht auf mich. Oh, was zum Teufel. Na, ganz hinten. Willst du mich verarschen? Wie machen die das, ey? Ich steck nur irgendwo einmal meinen Kopf raus und bin schon tot. Na, schon wieder. Sieht er auch als einen Gegner verlangsamt? Ich glaube nicht. Vertreibt sie vom Landeplatz. Sie schon mehr. Nicht daraus. Ja, da wird so nichts. Lass mal das. Oh, ich habe keine andere Knarre. Mann, ehrlich. Muss er noch hier verdammt nochmal hier Meilensteine abholen? Was ich denn dann machen? Oh, ehrlich. Oh, was machen die das? Die erste Ordnung hat den Platz eingenommen, aber wir brauchen noch die Reaktorsteuerung. Warum schießt den irgendwie niemand ab? Alter, will ich mich verarschen? Alter! Vom wie weit? Wo? Da, da ist der Pisser. Ich treffe den nicht. Mich verarschen. Wir haben feindliche Truppen mit der Reaktorsteuerung. Oh. Darf doch einfach nicht wahr sein. Ne? Sieht denn niemand? Hat sich nie jemand gedacht, so, oh, ich bin von so einem Sniper getötet worden. Oh, ich sollte mir vielleicht mal den mal vorknöpfen. Wir machen einfach weiter. Man kann sogar unten die Leiste sehen, jetzt wie viel Erfahrungspunkte ich noch brauche. Ja, cool. Na, da wird so nichts. Vergessen wir das. Ich komme da einfach nicht weiter. Ich will mal Angriff, weiß ich. Wird nichts mit Sniper, wird überhaupt nichts, ey. Gar nichts gekillt. Weil ich jetzt hier die ganze Zeit sitze und die ganze Zeit abgeknallt werde. So nicht. Okay, ich verliere schon eine bessere Waffe, ich weiß gar nicht.
Hey. Ich verarschen? Oh, heute ist nicht mein Tag. Aber irgendwie gar kein Spaß heute. Die erste Ordnung sichert das Lager. Wir müssen klüger sein als sie und wir müssen besser kämpfen. Ja, okay, dann haben wir schon verloren. Wir sind nicht so klug wie ein paar Sturmtruppler, die nichts treffen. Jemand hat mir gesagt, wir kämpfen gegen Sturmtruppler, die übertreffen. Niemand. Heute wird das nichts, ne? Ich höre leicht nach dem Part schon auf, ey. Wir irgendwie nicht weiterkommen. Mal kommen sie doch alle. Schieß doch mal jemand den ATST kaputt, Mann. Boah. Guck mal, so viel habe ich dir mit ein paar Schüssen abgeschossen. Da werdet ihr wohl auch noch ein bisschen Schaden reinkriegen. Das Lager wurde überrannt. Rückzug zu den Sekundärstellungen. Ja. Nee, heute ist nicht mein Tag. Nee, ich glaube nicht, dass ich heute gleich noch weiter zocken werde. Wir versuchen, die Aufgänge in der Nähe zu sichern. Wenn wir das schaffen, gehen wir raus und hauen mit dem Druiden ab. Wenn die erste Ordnung uns zurückdrängt, naja, eine Chance haben wir dann noch. Eine haben wir noch. Also war ganz dort. Ein neuer Verbündeter ist soeben eingetroffen. Das ist unsere Chance. Weiter. Soll ich verarschen? Boah. Na komm, don't waste heroes. Don't be passies to stay alive. Also mal weiter mit den Dings. Hier ist ein bisschen engerer Raum, vielleicht schaffe ich ja jetzt mal irgendwas zu töten. Sind alle da, Leute. Los, nicht halten. Schwere Gefechte am Ausgang. Ich verstehe nicht irgendwie, wie ein Sniper so spielen kann, ne? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich, hier irgendwas zu töten aus der Entfernung. Wir verlieren den Ostausgang. Komm schon, irgendwas. Ja, bald getroffen. Stirb, 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 stirb. Oh mein Gott, ich hab den noch nicht mal getroffen. Was zum Teufel? Ja, schon wieder dieser Pro-Sniper. Hey. Heroes die. Warte mal, willst du mir sagen, dass Leute sterben, wenn man die tötet? Außerdem steht da Heroes. Nicht der Hero. Den kriegen sie nicht. Leck mich am Arsch. So, hier bin ich in Sicherheit. Pass auf.
Aber bloß einer durchkommen, ey. Yay. Auch mit den Rucklern bitte. Okay. Niemand da. Und irgendwas. Wie einer läuft vor mir, wenn ich das Ding abfeuer. Nichts getroffen, ich weiß. Oh Gott, einer. Oben. Ja, alle daraus. Kann ich da runterfallen? Treff die nicht. Ich krieg das nicht. Boom. Oh Mann. Egal. Ja. Aber war's für diesen Part? Lief nicht gut. Ne. Nicht gut. Überhaupt nicht. Hab zwei Parts. Das ist einer ist für morgen, einer ist für Freitag. Reicht für diese Woche, ne? Ich noch mal Samstag oder so nachgucken. Für Punkte habe ich überhaupt nicht viele, ne? Entschuldigung. Und nicht mal Level Up. Das ist sehr produktiver Tag heute. Hey. Ach komm schon. Was? Da sieht man mal, Gefecht ist irgendwie mehr so für Dingens hier, für Punkte, Geld und all sowas. Kaum spiele ich wieder Gefecht, kriege ich auch Fresse. So, was ich aber noch mal nachgucken will. Gibt es neue Sachen für die? Nein. Okay, dann würde ich sagen, da war es für diesen Part. Nicht sehr angenehm zuzuschauen, nehme ich mal an, weil ich mich die ganze Zeit beschwer, aber was soll's. Würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.